Also viele gleiche Analysen. Also es ist so, dass wir auch zufrieden sind, dass wir kein Gegentor bekommen haben. Ich finde, aus dem Spiel heraus haben wir sehr gut verteidigt. Naturgemäß durch die sehr, sehr weiten Einwürfe und Standardsituationen ist es dann das eine oder andere Mal gefährlich geworden. Ich hatte auch das Gefühl, dass wir in der ersten Halbzeit ein Tick Übergewicht hatten, nach so 10, 15 Minuten und dann auch mit dem Pfostenschuss vielleicht die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Ja, in der zweiten Halbzeit ist es dann eine Situation, wenn auf einmal nur noch 10 gegen 10 auf dem Platz stehen, dass unheimlich viele Räume da sind und dann sieht es von außen vielleicht ein bisschen langsam aus. Sie haben es versucht, weiterhin spielerisch zu lösen. Natürlich fehlt ja noch so ein bisschen die Durchschlagskraft nach vorne, das nehmen wir natürlich mit, aber ich bitte da auch ein bisschen um Verständnis, dass wir dann natürlich nicht zu 1000% Risiko gehen, um dann wieder in den Konter zu laufen und am Ende ohne was dazustehen, ähnlich wie es uns letzte Woche passiert ist. Von daher, ich finde, dass wir es dann ganz gut kontrolliert haben. Naturgemäß Chancen auf beiden Seiten bei 10 gegen 10. Aber unterm Strich nehmen wir das gerne mit. Jetzt haben wir den ersten Punkt und wir wollen uns Schritt für Schritt weiterentwickeln. Unsere Aufgabe wird es jetzt sein, uns fokussiert auf den Landespokal nächste Woche vorzubereiten. Und dann haben wir schon das nächste Highlight vor sicherlich ausverkauftem Haus in Dresden. Und da wollen wir dann auch wieder bestehen und mit dieser neu formierten jungen Mannschaft versuchen, Fußball zu spielen. Und ich denke, da sind wir auch ganz gut.